Der Parkplatz der Blockhütte Schwarzer Mann ist der Ausgangspunkt der 12 Kilometer langen Wanderung durch die Wälder der Schneifel, die einige Kilometer nordwestlich der Kleinstadt Prüm liegt. Neben vielen Waldpassagen erwachten den Wanderer Bunkerruinen des im Zweiten Weltkrieg errichteten Westwalls, einen Tranchotstein und den Schwarzen Mann. Vom Parkplatz aus gelangt man zum Schwarzen Mann, den man hier jahrzehntelang vergeblich suchte. Nach den vielen Fragen von Touristen, wo denn jetzt der Schwarze Mann sei, haben sich einige Einheimische erbarmt und nach ihren Vorstellungen ein hölzernes Abbild jenes Mannes schnitzen lassen, den es nie gegeben hat. In unmittelbarer Nähe ist dann auch der bekannte, aber eher unspektakuläre Tranchotstein zu finden, einer der ältesten Vermessungspunkte der Eifel, benannt nach dem französischen Geographen Jean-Joseph Tranchot. Im weiteren Verlauf der Wanderung säumen dann viele Ruinen der von den Franzosen nach dem Zweiten Weltkrieg gesprengten Bunkern den Weg. Über 170 dieser Bunker sind im Bereich der Schneifel von 1938 bis 1940 im Zuge der Siegfriedlinie gebaut worden. Die Anlagen wurden nach dem Kriege von den Franzosen gesprengt und sind inzwischen, wenn überhaupt, nur noch als bewachsene Betontrümmer erkennbar. Viele Bunkerruinen wurden ab 2002 durch Bagger eingeebnet. Beim Zertrümmern der Anlagen wurden allerdings durch Betonröhren Zugänge zu den Hohlräumen für Kleinsäuger geschaffen, von denen die Tier- und Pflanzenwelt profitiert hat. In den Trümmern haben sich hervorragende Biotope für seltene Tiere und Pflanzen entwickelt.